Bei einem Spaziergang im Wald fand ein Mann einen ungewöhnlichen, einsamen Welpen. Der Mann hatte Mitleid mit dem armen Tier und nahm es mit nach Hause. Bald darauf brachte der Mann das gefundene Tier in die Tierklinik, aber der Tierarzt, der den Welpen sah, öffnete vor Überraschung den Mund. John liebte Spaziergänge im Wald in der Nähe seines Hauses. Das war seine Lieblingsbeschäftigung, besonders nach langen Arbeitstagen. Er nahm oft ein Fernglas mit, um Vögel zu beobachten, und eine Videokamera, um schöne Momente in der Natur festzuhalten. Manchmal blieb er bis zum Sonnenuntergang im Wald und genoss die Stille und den Frieden, den die Natur bot. An einem warmen Frühlingstag hörte John ein seltsames Geräusch, das aus dem Gebüsch kam. Das Geräusch war eine Mischung aus Quietschen und Schmatzen, etwas, das John an diesen Orten noch nie gehört hatte. Verwirrt blieb er stehen und lauschte dem ungewöhnlichen Geräusch, das allmählich lauter und anhaltender wurde. Er spürte, wie sein Herz vor Neugierde und leichter Beunruhigung schneller schlug. Neugierig und ein wenig vorsichtig öffnete John vorsichtig die Äste und erblickte dahinter ein kleines, wehrloses Geschöpf. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Welpe, aber irgendetwas an seiner Erscheinung schien ungewöhnlich. Das Tier hatte eine fast nackte, rosafarbene Haut und einen überproportional großen Kopf. Vielleicht war es eine der haarlosen Hunderassen, von denen Johns Freunde ihm erzählt hatten. Der ganze Körper des Welpen sah aus, als hätte er nicht einmal die Kraft, sich zu bewegen. John spürte, wie sich sein Herz vor Mitleid zusammenzog, als er dieses kleine Geschöpf sah, das zitterte, als würde es um Hilfe betteln. Er stellte sich vor, wie lange dieser Welpe hier wohl schon allein war und verzweifelt versuchte zu überleben. Der Welpe sah erschöpft und schwach aus. Er bäumte sich oft auf und er zitterte am ganzen Körper, als hätte er ständig Angst. John wurde klar, dass er ihn hier nicht allein lassen konnte. Er zog seine Jacke aus und wickelte das Tier sanft darin ein, um es nicht zu verletzen. In diesem Moment fühlte er eine tiefe Verbundenheit mit dem Welpen, so als wäre es nun seine Pflicht, sich um ihn zu kümmern. Als John den Welpen aufhob, spürte er, wie schnell sein kleines Herz schlug. Die Haut des Tieres war warm und fühlte sich leicht rau an. Der Welpe verströmte einen seltsamen Geruch, der sich von dem Geruch gewöhnlicher Haustiere unterschied. Auf dem Heimweg untersuchte John seinen Fund sorgfältig. Das Tier hatte ungewöhnlich große Augen mit langen Wimpern, was ihm ein noch mysteriöseres Aussehen verlieh. Seine Schnauze war länglich, mit einer kleinen flachen Nase am Ende. Seine Pfoten schienen im Vergleich zu seinem Körper unverhältnismäßig groß zu sein, und sein Schwanz war kurz und dick. John fragte sich, warum er noch nie solche Welpen gesehen hatte und woher sie in dieser Gegend kommen konnten. Der Mann versuchte sich zu erinnern, ob er schon einmal von solchen Welpen gehört hatte, aber es fiel ihm nichts ein. Plötzlich gab das Tier durchdringende Laute von sich, die wie ein Hilferuf klangen. John beschleunigte seinen Schritt und spürte, wie sein Herz vor Aufregung pochte. Er befürchtete, dass der Welpe in seinen Armen sterben könnte. Zu Hause angekommen, wurde John von seiner Frau Sarah empfangen. Sie schnappte überrascht nach Luft, als sie den fremden Welpen in den Händen ihres Mannes sah. »Wo hast du ihn gefunden?«, fragte sie mit einer Mischung aus Neugierde und Besorgnis. John erzählte ihr ausführlich, wie er den ausgesetzten Welpen im Wald gefunden hatte, und fügte hinzu, dass er nicht vorbeigehen konnte, in der Hoffnung, sein Leben zu retten. Sarah hatte Mitleid mit dem Baby und meinte, sie sollten es zuerst füttern. Sie wärmte schnell etwas Milch auf und versuchte, das Tier mit der Flasche zu füttern. Doch das Tier weigerte sich zu trinken, wandte sein Gesicht ab und gab klägliche Laute von sich. John und Sarah versuchten es mit verschiedenen Nahrungsmitteln, Hackfleisch, Gemüsepüree, sogar Babynahrung, aber alles ohne Erfolg. Das Paar geriet in Panik, als sie bemerkten, dass das Tier schwächer wurde. Seine Atmung wurde schwerer und seine Augen begannen sich zu schließen. In ihrer Verzweiflung schlug Sarah vor, die Tierklinik anzurufen, um herauszufinden, was in einer solchen Situation zu tun sei. John, der sich um den Zustand des kleinen Welpen sorgte, schlug vor, trotz der späten Stunde zur 24-Stunden-Tierklinik in der nahegelegenen Stadt zu fahren. Auf dem Weg dorthin begann das Tier zu zittern und stöhnte schwach, als ob es sich vom Leben verabschieden wollte. Sarah hielt es in ihren Armen und versuchte, es mit ihrer Körperwärme zu wärmen.
John fuhr das Auto mit Höchstgeschwindigkeit und betete, dass sie es noch rechtzeitig schaffen würden, um das leidende Tier zu retten. In der Klinik wurden sie von einem älteren Tierarzt, Mike, mit einem müden Gesicht empfangen. Als er den ungewöhnlichen Welpen sah, runzelte er die Stirn und führte sie schnell in den Untersuchungsraum. »Woher haben Sie ihn?«, fragte Mike streng und begann mit der Untersuchung. Während der Tierarzt arbeitete, warteten John und Sarah händchenhaltend im Korridor. Sie hörten, wie im Untersuchungsraum etwas fiel und klirrte und wie der Tierarzt der Krankenschwester laute Befehle gab. Die Minuten zogen sich schmerzhaft in die Länge, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. John und Sarah waren ängstlich und stellten sich das Schlimmste vor. Schließlich kam der Tierarzt zu ihnen heraus. Sein Gesicht war sehr ernst. »Es ist mir gelungen, ihn zu stabilisieren, aber so ein Tier habe ich noch nie gesehen.« »Wir müssen weitere Tests machen«, sagte Mike und wischte sich den Schweiß von der Stirn. John und Sarah verbrachten eine schlaflose Nacht in der Klinik und wachten abwechselnd über den Käfig ihres ungewöhnlichen Schützlings. Sie beobachteten jede Bewegung des Welpen, den sie Buddy nannten, und hofften, dass er sich erholen würde. Am Morgen dachten sie, dem Tier ginge es etwas besser. Der Welpe versuchte sogar, auf seinen seltsamen Beinen zu stehen, was bei dem Paar ein gemischtes Gefühl von Erleichterung und Angst auslöste. Buddy verbrachte einen weiteren Tag in der Klinik, bis der Tierarzt dem Ehepaar mitteilte, dass sie den Welpen mit nach Hause nehmen könnten. Mike gab ihnen eine Tüte mit nahrhaftem Futter, was das einzige war, was ihr ungewöhnliches Haustier zu fressen bereit war. John und Sarah nahmen Buddy glücklich mit nach Hause, denn sie waren zuversichtlich, dass jetzt alles gut werden würde. 2 Tage später rief Tierarzt Mike die beiden an, um sich nach Buddys Zustand zu erkundigen. Er sagte auch, dass seine Zoologenkollegen sehr an dem ungewöhnlichen Tier interessiert seien. Die Wissenschaftler vermuteten, dass es sich um ein Baby einer seltenen Art handeln könnte. Mike bat um die Erlaubnis, mit einer Gruppe von Zoologen zu kommen, um den Fund erneut zu untersuchen. John und Sarah stimmten zu, in der Hoffnung, endlich herauszufinden, was für eine Art von Lebewesen sie aufgenommen hatten. Von diesem Zeitpunkt an wurde ihr Haus zu einem Ort von echtem wissenschaftlichem Interesse. Die Telefonanrufe nahmen kein Ende und John schaffte es kaum, die Fragen der Tierarztkollegen zu beantworten. Trotz der Aufregung waren er und Sarah glücklich, denn sie hatten das Gefühl, dass sie zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit beitrugen. In der Zwischenzeit setzten die Tierärzte und Zoologen ihre Forschung fort. Professor Robert rief John oft an, um seine Vermutungen und Annahmen zu besprechen. Jeder neue Anruf gab dem Paar Hoffnung, dass sie bald die Wahrheit über ihr ungewöhnliches Mündel erfahren würden. Sie versuchten, keine Vermutungen anzustellen, um nicht enttäuscht zu sein, wenn sie falsch lagen. Das Ehepaar vereinbarte, alles geheim zu halten, aber die Neugierde und die Unruhe ließen sie nicht los. Jeden Morgen warteten sie gespannt auf Neuigkeiten vom Tierarzt, in der Hoffnung, mehr über Buddys Herkunft zu erfahren. Eine Woche verging, und in dieser Zeit wurde das Tier zusehends kräftiger. John und Sarah freuten sich, dass Buddy immer aktiver wurde und sich selbstbewusst auf seinen ungewöhnlichen Beinen durch das Haus bewegte. Er begann sogar, fröhliche Laute von sich zu geben, wenn Sarah ihm Futter brachte. Einige Tage später berichtete der Professor, dass Buddys DNA-Analyse ergab, dass er zu einer seltenen Säugetierart gehörte, die es in dieser Region noch nie gegeben hatte. Eines Abends, als John und Sarah gerade fernsahen, klingelte es an der Tür. 2 Männer in Uniform standen vor der Tür. Sie stellten sich als Mitarbeiter des Zoos vor und fragten, ob das Paar in letzter Zeit ungewöhnliche Tiere gefunden habe. John und Sarah tauschten Blicke aus. Sie wussten nicht, ob sie von ihrem ungewöhnlichen Fund erzählen sollten. Doch dann ertönte ein charakteristisches Quietschen aus dem Zimmer und die Zooangestellten wurden hellhörig. Sie baten um Erlaubnis, die Wohnung inspizieren zu dürfen. Das Paar willigte widerwillig ein. Als die Männer das Tier sahen, erhellten sich ihre Gesichter. »Hier ist er, unser Ausreißer«, rief einer von ihnen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem im Wald gefundenen Jungtier um eine seltene Schweinerasse, ein Babirusa, handelte, das durch eine Lücke im Zaun aus dem zu entkommen war. Das Zoopersonal sagte, dass Buddys Mutter nach seinem Verschwinden sehr verstört war und sich weigerte zu essen.
Sie baten darum, das Jungtier zurückzugeben. John und Sarah waren traurig, sich von ihrem ungewöhnlichen Haustier zu trennen, aber sie verstanden, dass es besser für das Tier war. Sie streichelten ihn zum Abschied und vergossen sogar eine Träne. Die Mitarbeiter des Zoos bedankten sich bei ihnen für die Pflege des Jungtiers und luden sie ein, es jederzeit zu besuchen. Sie berichteten auch, dass die Leitung des Zoos beschlossen hatte, John und Sarah mit lebenslangen Freikarten zu belohnen. Seitdem besuchte das Paar oft den Zoo, um ihr ehemaliges Haustier zu sehen. Mit Freude beobachteten sie, wie er wuchs und mit seiner Barbie-Rosa-Mutter spielte. Und zu Hause hatten sie ein Foto ihres ungewöhnlichen Haustiers und die Erinnerung an das unglaubliche Abenteuer, das sie gemeinsam erlebt hatten. Diese Geschichte wurde Teil ihres Lebens und John und Sarah erzählten sie oft ihren Freunden und Verwandten und fügten neue Details und Emotionen hinzu, die sie während dieser erstaunlichen Tage erlebt hatten.